Hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich war bei DM und Rossmann und habe mal wieder, wie wöchentlich gewohnt, habe ich die Neuheiten abfotografiert oder was ich so spannend fand. Und natürlich die Ideenwelt habe ich abgefilmt für euch. Und ich habe schon Sachen entdeckt, die jetzt ganz neu sind bei DM. Und zwar gibt es da hier so Herzchensachen. Ja. Ich glaube, die steuern jetzt so auf den Februar zu, ne? So ein bisschen. Na gut, also, ich habe den ganzen Tisch voller Sachen. Ich habe auch natürlich langweilige Sachen eingekauft, so WC-Reiniger und so. Ich glaube, das zeige ich euch nicht. Das habe ich schon wegsortiert. Aber ansonsten am Ende des Videos alle Neuheiten und dann natürlich jetzt, was ich eingekauft habe. Ich habe heute ja echt spannende Sachen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, ob das auch was für euch ist. Ich fange mal langweilig an beim Putzen. Und zwar habe ich heute auch wirklich mehr gekauft bei Rossmann als bei DM. Hat mich auch gewundert. Ich brauchte mal wieder Vorrat von diesen Tüchern. Das sind die Bodentücher. Und da habe ich mir einfach nur einen Vorrat angelegt. Das ist nichts Neues. Die gibt es da ja immer. Und auch die Swiffer-Tücher, die habe ich noch mal mitgenommen. Ich liebe es, mit dem Swiffer zu putzen, mit diesem Stab. Und da habe ich auch schon den günstigen von Rossmann ausprobiert. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich liebe das Original, auch wenn das ein bisschen teurer ist. Lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr braucht nicht die Original-Swiffer-Tücher, aber ihr könnt, also ich finde, der Stab, der ist einfach besser, weil der ist gelenkiger und ich mache da ja alles Mögliche mit sauber. Also ich mache da auch Türen mit sauber und Schränke, alles was gerade ist, zum Beispiel die Türrahmen kann man ganz toll damit putzen und das geht einfach und schnell. Ne? Das ist nicht so dieses hoch und runter, sondern ihr macht das mit dem Stab. Ihr kommt überall hin. Man könnte auch die Spinnengewebe oben an der Decke damit wegmachen. Also ich liebe das und da habe ich immer die Staubtücher vorrätig. Und auch die feuchten Bodentücher. Und ich bin natürlich auch jemand, der natürlich auch mit Wasser wäscht den Boden. Diese Bodentücher, die sind immer so ein, ja, mal so schnell drüber, mal schnell einen Fleck wegmachen, mal, wenn es schnell gehen muss, mal einmal schnell putzen. Und ich mag das einfach total gerne, weil ich liebe Sachen, die einfach auch spannend sind beim Putzen. Und ja, putzen muss auch ein bisschen Spaß machen. Und damit macht es mir mehr Spaß. Und da sind wir auch gleich schon bei dem Produkt, was ich mir jetzt nachgekauft habe. Da habe ich extra mal die Bürste hier mitgenommen aus dem Badezimmer. Und zwar habe ich mir jetzt wieder diese Nachfüller gekauft. Da gibt es ja immer diese Schwämmchen. Das sieht so aus und die sind für diese Bürste. Das könnt ihr einfach ganz einfach abmachen. Ganz einfach geht überhaupt nicht. So, das könnt ihr ganz einfach hier abmachen und auch wieder ranmachen. Das geht ganz einfach. Und damit habe ich das Waschbecken sauber gemacht. Also die Toilette mache ich damit nicht. Da braucht ihr jetzt keine Angst zu haben. ich habe da mal, ich mache damit die Fliesen und ja, so, nee, die Fliesen mache ich damit nicht. Ich mache damit das Waschbecken und die Fliesen hinter dem Waschbecken putze ich damit. Das ist also nicht so grob, dass es so die Fliesen zerstört. Und was jetzt hier so toll ist, ist, ich habe hier diesen Kalkreiniger Denk mit auch reingemacht. Also ihr könnt das ja auch zum Abwaschen benutzen. Da habe ich die auch. Ich habe die mehrmals in meinem Haus hier. Diese Bürste und hier oben ist eine Öffnung und da macht ihr dann praktisch das Reinigungsmittel rein. Ich habe jetzt hier auch wieder Spüli gekauft, denkt mit Spülbalsam und da macht ihr entweder den Kalkreiniger rein oder das Spüli und dann seht ihr schon, wenn sich das hier auffüllt, dann macht ihr zu und dann mit Wasser habt ihr dann so ein, hört ihr das? So ein Schwamm, ne? Mit Wasser und dann könnt ihr damit ganz toll das Waschbecken sauber machen. Ihr kommt damit richtig gut an die Armaturen und damit macht es auch einfach mehr Spaß zu putzen. Ja, man muss sich das ja alles so ein bisschen schön machen, ne? Ja, deswegen habe ich das nachgekauft. Für meinen Mann habe ich dann noch mal Hyaluron-Nasenspray gekauft. Das ist nichts Besonderes, ne? Da gibt es ja immer Meerwasser und Hyaluron und jetzt nehmen wir Hyaluron. Vorher hat er Meerwasser benutzt und ich nehme das auch ab und zu mal. Ich hatte meine Verletzung an der Nase und dann habe ich mal, das ist auch echt was ganz Komisches, ich habe plötzlich Nasenbluten bekommen und wahrscheinlich durch die trockene Heizungsluft hat plötzlich meine Nase angefangen zu bluten, aber auch nicht wenig. Ich habe mich total erschrocken. Ich denke so, oh, was ist das denn? Und wenn ich so ab und zu mal
das Hyaluron-Nasenspray benutze, dann habe ich das nicht mehr. Also seit ich das ab und zu mal benutze, habe das auch im Auto liegen und so weiter. Und dann, wenn ich so das Gefühl habe, es ist ein bisschen trocken, dann sprühe ich mir damit die Nase frei und dann habe ich kein Nasenbluten, weil das war echt schon unangenehm. Das kam immer ganz plötzlich. So plötzlich blutest du wie sonst was, aber nur auf der einen Seite, wo ich mich mal verletzt hatte in der Nase. Oh, ganz witzig. Also wenn ihr das auch habt, ich habe dann auch gleich meine Freundin gefragt, also beide habe ich gefragt. Zwei Freundinnen und die haben auch beide gesagt, das kann Trockenheit sein. Ich dachte echt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, dann habe ich noch mal was mitgenommen und zwar das sind Deotücher, einfach vorab gekauft, damit jeder so eine Packung hier hat, also meine Kinder und ich. Ich liebe das einfach, da fühlt man sich einfach sicher und manchmal so nach dem Sport oder so kann man sich einfach so ein bisschen frisch machen und am Abend dann stinkert man nicht. Eigentlich stinkert man ja nicht so oft, wenn man sich regelmäßig wäscht und Deo benutzt, aber die halten dafür auch echt Monate, ne? Die braucht man nicht jeden Tag, da sind ja auch nur ein paar Stück drin. Da könnt ihr alles Mögliche, könnt ihr auch eure Finger mal so ein bisschen mit erfrischen oder eure Füße oder was weiß ich, ne? Könnt ihr auch nach dem Sport, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwie schwitzige, stinkifüßchen, dann könnt ihr euch ja damit dann auch mal die Füße so ein bisschen reinigen. Also habe ich auch alles schon gemacht. So, dann habe ich genau, dann habe ich das hier noch gekauft bei DM. Und zwar ist das für meinen Sohn, der findet das so toll. Ich habe ihn ja, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern oder habt ihr das Video zufällig gesehen? Ich habe in der Adventskalenderzeit, ich weiß jetzt nicht, ob das im September, Oktober, November war, da habe ich mal so einen Männer Brooklyn Soap Adventskalender ausgepackt und ich war ja echt auch begeistert von den Sachen, von den Düften für Männer. Und da habe ich, was ich denn so über hatte, habe ich meinen Sohn mit in den Adventskalender reingepackt, zusammen auch mit diesen Balea-Sachen und so. Ich habe ihn dann so einen selbstgemachten Adventskalender gebastelt. Und das hier ist mit Arganöl und Jojobaöl. Ich hoffe, dass ihm das gefällt. Die hatten da gar keine große Auswahl. Und er hat sich das Bartöl nochmal gewünscht. Und deswegen habe ich ihm das mitgebracht. Ich hoffe, er ist damit zufrieden. Ich weiß jetzt wirklich gar nicht, welche Geruchsrichtung er meinte. Aber wir können ja mal so ein bisschen ausprobieren. Und Arganöl ist ja nicht verkehrt für Männer. So, ich bin ich mal gespannt, was er damit macht. Er hat eigentlich keinen Bart, aber vielleicht macht er das nach der Rasur rauf. Oder ich werde ihn mal fragen. Dann haben wir einen Tipp für unsere Männer vielleicht. So, das war DM schon. Und jetzt kommt Rossmann. Ja, guck mal, was ich hier habe. Das habe ich noch gar nicht getestet. Ich wollte es euch aber zeigen, weil es immer noch ein neues Produkt ist. Also hier gibt es was Spannendes. Das habe ich im letzten Rossmann Haul gekauft, noch nicht benutzt. Das ist ein Duschpeeling mit Shea-Butter und Mandelöl. Und da habe ich euch, wie im letzten Rossmann Haul Video, habe ich euch abfotografiert, dass ihr das testen könnt, wenn ihr möchtet. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie das so ist. Jetzt lese ich hier gerade, das Duschpeeling eignet sich auch hervorragend als Meersalzpflegeölbad. Hierzu das Peeling in das Badewasser geben. Ja, ich möchte natürlich gucken, ob das ein schönes Peeling ist. Bin gespannt. Ist das mit Salz oder mit Zucker? Meersalzpflegeölbad, Salz. Ja, das ist mir immer egal, Zucker oder Salz, beides gut. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das ist neu. Vielleicht möchtet ihr das auch mal testen. Ich werde es auch noch testen. Dann werde ich euch natürlich berichten. So, dann habe ich das hier noch mitgenommen. Dann natürlich für meinen Sohn 2,50 €, 2,49 € kostet das. Rumduschgel. Und das hat er sich gewünscht. Das kannte er. Und das habe ich ihm schon mal gekauft. Jetzt habe ich zum zweiten Mal gekauft. Und das riecht immer so schön. Ich schnupper mal. Ich glaube, das darf ich. Mache ich einfach mal. Ups, kommt mal so eine Blase raus, ne? Das riecht echt total würzig und männlich. Also nicht jetzt so nach Whisky, nicht, dass ihr das denkt oder Rum oder so, sondern einfach nur richtig kräuterig, würzig, männlich. Oh, das riecht echt gut. Also wenn ihr eurem Mann mal oder eurem Freund was mitbringen möchtet oder Schwiegervater, Opi, Onkel, Papa, ich weiß es nicht, dann könnt ihr das natürlich auch mal verschenken. Vielleicht zum Männertag oder so. Männertag? Vatertag? Männertag. So, dann habe ich mir auch noch was Schönes mitgenommen und zwar ein Körperpeeling.
Und einige Sachen vergesse ich nicht. Das war ein Tipp von einer ganz lieben Followerin. Ich weiß gar nicht, ob du mir noch folgst, ob du noch da bist. Aber du hast mir mal den Tipp gegeben, dieses Peeling zu testen. Und ich habe mich daran erinnert, es ist ein Körperpeeling mit Bio-Kaffee von Alterra. Und ich kann euch sagen, das zusammen mit dem Kneipp sind echt richtig, richtig tolle Peelings aus der Drogerie, die günstig sind. Es gibt natürlich, also wie gesagt, Kneipp ist ein bisschen teurer. Dann gibt es noch Orinique, das ist natürlich auch hoho, ganz großes Kino. Aber das hier, das war auch so richtig toll. Glättende Reinigung und samtweiche Pflege. Wenn ihr das mögt, also man merkt da wirklich auch den Kaffee. Ich kann es auch gerne mal aufmachen. Vorsichtig. Das ist so bräunlich und dann habt ihr richtig so diese Kaffeedinger da drinne. Und das Ohr, lalala, das riecht so nach Kaffee. Unglaublich. Aber so angenehm, ne? Ich trinke ja für mein Leben gerne Kaffee. Ich bin der totale Kaffee-Junkie. Ich liebe auch alles mit Kaffee. Ich mag gerne Kaffee-Schokolade, Kaffee-Pudding, Kaffee-Eis. Ich esse immer Cappuccino-Eis mit Haselnuss. Ich liebe das. Und das hier liebe ich auch. Freue ich mich total drauf. Ich habe natürlich genug. Der Schrank ist voll, aber das musste auch mal mit, ne? Kann ja nicht schaden. So, dann habe ich mir was für die Haare gekauft. Das hier, das fand ich toll. Ich habe so eine ähnliche in Grün und ich liebe einfach die. Diese Farbe, weil ich habe auch so eine Jacke oder besser gesagt so einen Mantel von H&M in der Farbe und das passt dann irgendwie auch immer so gut, ne, zu grünem Haar. Und 7,99 war gar nicht so günstig, aber ich fand die Form irgendwie so toll. Das ist so eine neue Form jetzt, ne? Mal schauen, wie die so ist. Ist ja nicht gerade günstig, ne? So, dann habe ich noch was Schönes entdeckt und zwar habe ich das hier noch mal mitgenommen, einfach mal so für einen Sonntag, wenn ich mal so ein bisschen mich erhole von dem stressigen Alltag. Hier steht drauf Fußöl, Fußwohl, limitierte Edition, Sockenmaske, Boho-Time, einfach anziehen, relaxen, intensive Pflege mit Hyaluron-Haferextrakt und Wildrosenöl. Oh, ich stehe echt auf Rosenöl, das ist toll. Mal schauen, ist limitiert. Schuhgröße 36 bis 43. Sah irgendwie so hübsch aus, ne? Kann man auch echt gut verschenken. Ja, schaue ich mir mal an, wie die ist, werde ich euch natürlich auch berichten. Dann habe ich noch was zum Test mitgenommen und zwar einen Honiglippenbalsam und der ist neu. Und jetzt denke ich gerade, oh, jetzt habe ich was auf den Lippen drauf. Den wollte ich eigentlich mal gleich testen. Ach, ich mache mir das ab, ist nicht so schlimm. Ich mal testen, ne? Ich mal gucken, ob das was für euch ist. So, einmal trockene Lippen. So, das ist wie gesagt mit Bio-Bienenwachs und Manuka-Öl. Oh, Manuka ist ja gerade total angesagt, der Manuka-Honig, ne? Hör da immer wieder was von. Oh, der ist auch richtig teuer, ne? Kostet, glaube ich, teilweise 50 Euro. Ich habe mal einen bei Aldi mitgenommen, der kostete 10 Euro und der gleiche kostete, den man bei Aldi bekommt für 10 Euro, der genau der gleiche kostete bei Rossmann 20. Habe ich gestern gesehen. Ich denke so, hä, was ist das denn? Uiuiui. Also wenn ihr bei Aldi Manuka-Honig kaufen wollt, ich weiß ja nicht, ob ihr damit irgendwas macht, so Wundheilung oder ob ihr das einfach so vorbeugend für irgendwas benutzt. Guck mal, wie klein. Ja, ist eine Papp. Packung. Das ist so klein. Das ist ja niedlich. Ach so, und dann drückt man das hier. Oh Gott, ist das mini, ne? Ich will euch mal einen Vergleich zeigen. Hier ist so ein, ist gar nicht so klein, dafür ist er breiter, ne? Hier ist so ein normaler Lipgloss und das ist so mini klein. So klitzeklein. So, und dann drückt man das so raus. Und jetzt, wie schnuppert er? Riecht fast nach gar nichts mit Manukaöl. Die erste Schicht erstmal abmachen. Ach, das erinnert mich gerade so an meine Kindheit, wo meine Mama mir immer die Lippen mit Labello eingecremt hat. Das Gesicht mit Nivea und die Lippen mit Labello. Könnt ihr euch erinnern? So. Macht auf jeden Fall sofort weiche Lippen. Ich habe echt im Winter immer so ein bisschen trockene Lippen und dann auch so Hautfetzen da rumbaumeln. Kennt ihr das?
Und dann cremt ihr euch zwar ein und macht das auch weg. Ich habe sogar so ein Peeling auch von Asam Gutes, aber die haben sich nicht gelöst. Ne? Mal gucken, ob das hier besser ist. Ja, so ein schöner Fettstift, aber der ist ja im Nu alle, ne? Der ist ja mini klein. Ich traue mich jetzt nicht, den ganz rauszudrücken, weil ich ja den ja nicht wieder reinkriege, sonst müsste ich ja von hier oben drücken. Oder soll ich das für euch mal machen? Mal gucken, ob er wieder reingeht. Also, der Finger bleibt stecken. Also, sehr viel ist da nicht drin. So, hat gut geklappt. Ja, mal schauen. Riecht gar nicht nach Honig. Ja, vielleicht ist das was für euch. Ich finde ihn ganz witzig und ich werde ihn jetzt mal ausprobieren. Auf jeden Fall macht der sofort ganz weiche Lippen. Ganz weiche Lippen, merkt man sofort. Sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der jetzt ein bisschen besser ist wie andere Produkte. Mal schauen. Ist aber jetzt nur so dahergesagt. Dann habe ich das hier mitgenommen. Das ist nicht für mich. Das ist von Catrice, die Glam & Doll. Und zwar die blaue. Und die ist so beliebt, dass sie immer ausverkauft ist. Ich benutze die nicht. Die ist für meine Tochter. Das war ein Auftrag. Die ist waterproof. Ja, ist wohl bei den Jugendlichen angesagt. Die Verkäuferin musste auch gleich schmunzeln, weil ich hätte ihn beinahe liegen gelassen an der Kasse. Ich war schon wieder so aufgeregt, habe mich so gefreut. Und da hat sie gesagt, ihr Groß Kara. Und ich denke so, oh, wenn ich den vergessen hätte, meine Frau Tochter, die freut sich, wenn ich den mitbringe, weil er ist immer ausverkauft. Den soll ich ihr schon seit Wochen mitbringen. Scheint wirklich bei den Jugendlichen richtig, richtig, richtig beliebt zu sein. Wie sieht eigentlich die Bürste aus? Ich glaube, der hat eine gute Bürste. Das Ding ist hier zugeklebt, aber das darf ich ganz bestimmt den mal aufmachen, weil sie wird den sowieso heute aufmachen, glaube ich. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz die Folie entfernen, weil sonst ist es ja für euch kein Mehrwert, wenn ich das zwar zeige und sage, wow, voll toll, und dann wisst ihr aber noch nicht mal, wie die Bürste aussieht. Also das, oh, das ist ja auch meine Lieblingsbürste. Oh, der ist sogar flexibel. Oho, vielleicht probiere ich den auch mal aus. Da bin ich ja gespannt. Den müsste ich aber kennen. Ich habe früher immer Glam & Doll benutzt. Nur Glam & Doll. Oh, der gefällt mir gut. Guck mal, was für eine schöne Bürste und ganz weich. Ach, das ist eigentlich auch fast gerade so ein bisschen Sehnsucht nach Glam & Doll, weil, ach, habe ich die früher geliebt. Aber wenn man denn erstmal einen anderen hat, ne, wenn man denn erstmal so ein, ja, ich habe ja Sky High nur noch und fällt mir immer nichts anderes mehr. Na gut, dann habe ich mich noch in der Ideenwelt rumgetrieben und habe was Interessantes gefunden. Erstmal die beiden Dinger hier, das sind so Waschmaschinenbezüge. Habe ich Tatsache nicht. Ich habe da immer ein Handtuch drauf. Und jetzt habe ich mir mal zwei Bezüge mitgenommen. Kosteten um die 5 Euro. Das war super günstig und die werde ich jetzt benutzen. Gab es auch noch in einer anderen Farbe. Seht ihr dann nachher im Ideen Rossmann Hall. Nee, Quatsch. Konzentration bei der Arbeit hier. Ideenwelt, wenn ich das abgefilmt habe. So, und jetzt habe ich das hier schon in der Hand. Guck mal, spannend, ne? Hier steht drauf Anti-Rutsch-Pad. Ja, ich habe in meinem Auto Tatsache keinen Handyhalter. Ich lege das Handy immer irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Da war ich jetzt einfach mal neugierig. Und das wird jetzt hier aufgerissen und rausgeholt und ausprobiert. Oh, guck mal, so groß ist das. Ich mache das mal auf. Oh, das klebt wie sonst was. Stunden später. Ach so, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe was gemacht. Oh, ist das unangenehm. Das klebt. Und das stinkt. Selbsthaftend ideal als Navigator. Oh, das ist aber unangenehm. Richtig trennen, gelbe Tonne, Altpapier, Karton, Anti-Rutschpad, selbsthaftend, selbsthaftend. Das ist doch,
ist denn das? Wieso klebt denn das so? Das klebt echt ekelhaft. Das, ii. Ii, das ganze Ding klebt wie sonst was. Ii, das ist total unangenehm. Das kann man gar nicht anfassen. Das würde jetzt so hier, so, guck mal. Ich dachte, das legt man denn so auf das. Ii, das stinkt. Oh, das stinkt wie sonst was. Das würde ich nie, da würde ich niemals irgendwas. Ih, das muss ich meinem Mann zeigen. Mal sehen, was der sagt. Ganz ekelhaft. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Nein, das ist nicht von Temu. Das ist aus der Ideenwelt. Also dieses, allein schon dieses. I, es klebt so. Nee, das ist komisch. Nee, vielleicht bringe ich das auch wieder zurück. Also das finde ich. Das muss ich erstmal mit meinem Mann besprechen, ob man das benutzen darf. Das finde ich komisch. Der ist da immer ganz, ganz. Der mag sowas gar nicht. Der sagt immer so, nee, bloß nicht. Und ist nicht gut. Und es ist mir jetzt irgendwie gruselig. Gut, also das mag ich gar nicht. Aber dafür habe ich was anderes und das möchte ich mal ausprobieren. Guck mal, ich habe mal Ankerkraut mitgenommen. Ja, und zwar habe ich das mitgenommen, was wir am meisten essen: Pommes und Hähnchen. Ja, ich mache sehr oft Brathähnchen für die Kinder, die lieben das total. Und Pommes-Salz, Pommes esse ich natürlich super gerne. Und das möchte ich mal ausprobieren. Das kann ich jetzt natürlich nicht probieren. Ich könnte natürlich so einmal. Aber ja, das mache ich jetzt nicht. Ja, ich wollte euch das nur sagen. Ich weiß, dass Ankerkraut richtig, richtig gute Qualität ist. Das ist immer so voll das krasse Gewürz. Meine Freundin hat da auch eine richtige Leidenschaft von. Guck mal. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, da wollte ich schon immer mal was testen. Und meine Freundin, wenn sie mir was schickt, das ist immer voll süß, dann schickt sie mir meistens so ein ganz kleines Mini-Glas mit Bolognese, weil ich so oft Bolognese auch koche. Wir sind ja, ne? Mein Mann ist ja Italiener. Ich koche natürlich ganz oft Nudeln, Bolognese und meine Kinder lieben das immer. Und wir lieben das alle immer und zu jeder Tageszeit. Und das können wir locker einmal die Woche essen, Bolognese. Und ja, das habe ich aber noch gar nicht ausprobiert. Ich traue mich immer nicht. Ich habe immer Angst, das schmeckt nicht. Was ich hiermit aber natürlich sofort nachhole. Mal schauen, ob es schmeckt. Kommt gleich da rein und dann zu der Soße. Aber ich mache das hier mal, Brathähnchen. Da traue ich mich das. Und bei Pommes Salz, da traue ich mich das auch. Also das werde ich mal ausprobieren. Und dann schaue ich mir das mal an. Ich habe gar keine Vorstellung, wie Ankerkraut ist. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr, sehr beliebt ist und ganz, ganz tolle Qualität auch ist und dass es da ganz viel gibt. Und das Schönste ist immer, es kommt aus Hamburg. Das finde ich gut. Hamburg ist schön. Ja, mal schauen. Geschmacksmanufaktur. Also wie gesagt, das ist richtig was Besonderes. Und diese beiden Gläser zusammen haben 10 € gekostet. Also das bezahlt man auch. Aber wisst ihr, ich komme langsam in so ein Alter, wo man überwiegend ja gemütlich wird. Gemütlich. Ne, man geht nicht mehr so oft auf Zug. Man ist überwiegend zu Hause und ja, so mittlerweile hat man schon alles, was man so braucht und irgendwie legt man dann halt Wert auf sowas. Ne? Also ich möchte das mal ausprobieren und wenn mir das gefällt, dann werde ich mir davon noch mehr anschaffen. So, jetzt bin ich fertig. Habe ich, glaube ich, alles gezeigt. Ja, jetzt bin ich fertig. Danke, dass ihr da wart. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und was ich euch auch noch unbedingt sagen wollte, ist nicht nur, dass das Video jetzt weitergeht, sondern erstens, lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und zweitens, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und das ist noch wichtiger, als euch nicht ärgern zu lassen, das wisst ihr, das sollt ihr nicht machen, lasst euch nicht ärgern von, es gibt wirklich doofe Menschen, die wirklich unverbesserlich sind und unbelehrbar sind und lasst ihr einfach links liegen, denkt da nicht weiter drüber nach, bitte, das ist wirklich Energieverschwendung, es bringt einfach nichts. Und
Das Zweite, was ich euch sagen wollte, bitte, bitte, bitte haltet jetzt zusammen. Schnappt euch die Herzmenschen und alle, die da nicht euer Herz berühren, die nicht bei euch sind mit ihrer Energie, die lasst ihr einfach links liegen. Beachtet die Herzmenschen. Es gibt so viele tolle Menschen, wenn ich unterwegs bin. Es gibt so richtige doofe Menschen und dann gibt es wieder so Menschen, oh, da fühlst du das richtig, dass die so richtig, richtig lieb sind. Das sind Herzmenschen, die haben Empathie, die fühlen was, die sind mit Köpfchen dabei, mit Verstand und alles. Und ja, die möchte ich jetzt auch an dieser Stelle alle grüßen. Und meine Follower hier auf YouTube, die sind alle richtig, richtig toll. Na gut, danke, dass ihr da wart. Jetzt bleibt bitte gesund und wie gesagt, lasst euch ärgern von niemandem und haltet zusammen. Bis dann. Tschüss.